Der jüngste Sohn macht seine eigenen Beobachtungen über den dubiosen Mitarbeiter. Doch, der war nett. Der war nett. Und ich bin bei dem da im Haus ein- und ausgegangen, weil die hatten auch einen Sohn, der etwas älter war, als ich auch da mit in Urlaub war. Ich habe da auch manchmal übernachtet und habe mich damals wohl immer gewundert, warum die nachts so viel Schreibmaschine schreiben. Ja, und dass er so tolle Tonbänder hatte. Das fand ich offensichtlich spektakulär. Der Spion sitzt in der Fernschreibstelle. Dort bekommt er streng geheime Unterlagen in die Hände. Im Grunde genommen wusste der Verfassungsschutz, damals unter Leitung von Herrn Nollau, wussten vermutlich auch Genscher und sein Bürochef Klaus Kinkel, dass nicht nur ein Verdacht bestand, sondern dass durch entschlüsselte Funksprüche klar war, wer Guillaume ist. September 73. Herbert Wehner fliegt nach Moskau. Gegenüber seinen sowjetischen Gesprächspartnern lässt er an Brandt kein gutes Haar. Und deutschen Journalisten sagt er, die Nummer 1 ist abgeschlafft. Der Herr badet gern lau. Ich dachte, das hat er nicht gesagt. Weil ich mochte den Herbert Wehner und ich dachte, die waren Freunde. Ich habe das als nicht gerecht empfunden. Und es mir nur erklären können mit besonderen emotionalen Stauungen, mit denen er selbst zu tun hatte, zumal was die Sowjetunion anging. Ich erinnere mich an ein Gespräch, in dem ich darauf drängte, dass er Wehner vor die Tür zu setzen habe, weil es hier entweder, weil diese Krise entweder er oder Wehner überlebe. Und dann habe ich ihm gesagt, soll ich mit Herbert reden auf meine Art, weil wir könnten sehr gut miteinander. Und, oder soll er zu dir kommen? Und dann, nächsten Tag kam Herbert Wehner. Und die saßen da, ich weiß nicht, wie viele Flaschen die getrunken haben, aber auf jeden Fall hatte ich das Gefühl, als das irgendwie eine Regelung war, ich weiß es nicht, weil ich hörte nie, was besprochen wurde. Ich glaube, das Verhältnis Wehner und Brandt war ein Verhältnis, in dem kein Vertrauen herrschte. Weder von der einen noch von der anderen Person her. Der andere Punkt war, dass Wehner sicher den Eindruck hatte, dem Sonny Boy fällt alles in den Schoß. Der lacht ja sogar, wo man eigentlich die ganze Welt nur mit Ernst und Düsternis zu betrachten hat. Und sogar die Frauen fliegen ihm zu, was man von Wehner nicht sagen konnte. Gentlemen, was a great pleasure. Um Willy Brandts Verhältnisse zur Damenwelt ranken sich die wildesten Gerüchte. Besonders in den Wahlkampf-Sonderzügen, so erzählt man hinter vorgehaltener Hand, soll er die Puppen tanzen lassen. Willy Brandt war kein Kostverächter. Willy Brandt war zu Flirts aufgelegt. Willy Brandt hatte wohl auch die eine oder andere Beziehung, die über einen Flirt hinausgegangen sein mag. Ich habe schon nach der Karte gesucht, aber keine gefunden. Jenseits von Gut und Böse war Willy Brandt nicht. Das war ein Mann in vollem Saft und Kraft. Ich war auch mit dabei in diesen bunten Wahlkampf-Sonderzügen. Da wurde abends natürlich was getrunken oder von mir auch etwas viel getrunken. Der Mann war so kaputt, nicht? Mit 3 und 4 Veranstaltungen, die hinter ihm lagen. Der hat sich dann nachts um 12, spät genug, abgeseilt. Also ich kann als Zeuge nicht dafür dienen, dass da noch ein paar Mädchen hinter ihm hergelaufen sind. Ich halte das für möglich, also ich kann das nicht ausschließen. Ende April kehrt Brandt von einem Besuch in Ägypten zurück. Innenminister Genscher empfängt ihn noch am Flugplatz mit der Hiobsbotschaft. Guillaume ist festgenommen. Er ist ein Spion. Kein Zweifel sei mehr möglich. Wissen Sie, da kommt man von einer Auslandsreise ein bisschen angeschlagen zurück.
Da kommen die ganz profanen Dinge dazu. Da geht man zum Zahnarzt und muss sich einen Zahn oder mehrere ziehen lassen. Und dann kommt dieser Mist dazu. Hektisch wird untersucht, wie groß der Schaden ist. Was könnte der Spion verraten haben? Welche Geheimpapiere hat er in der Hand gehabt? Was hat er selbst gesehen und gehört? Und wer hat Schuld an der peinlichen Panne? Der Fehler war, dass man den Kanzler als Lockvogel benutzt hat, um den Verdacht gegen Guillaume zu erhärten und zu beweisen. Und das ist im Grunde unerhört, wenn man den Regierungschef nachrichtendienstlich benutzt. Günther Nollau, Chef des Verfassungsschutzes, lässt Dossiers erstellen. Guillaume, so heißt es darin, könne Brandt mit intimen Kenntnissen erpressen. Sein Auftrag sei sogar gewesen, ihm Frauen zuzuführen. Die Sache wird zum Medienthema. Fast jede Frau, die einmal in der Nähe Brandts gesehen wurde, wird verdächtigt, dass sie ein Verhältnis mit ihm hatte. In Bad Münstereifel treffen sich am 4. Mai 1974 die Führungsspitzen der Partei. An diesem Wochenende wird sich das Schicksal der Regierung Brandt entscheiden. Hier sucht Herbert Wehner das Gespräch mit Willy Brandt. Seine Absichten sind undurchsichtig. Schnell kommt der Parteistratege Wehner auf die heikle Sache mit der Erpressbarkeit wegen Frauengeschichten. Er hat hingewiesen darauf, dass es solche Dossiers gibt oder eins gibt, was weiß ich. Und hat im Übrigen gesagt, ich müsse mich entscheiden, wie ich es für richtig halte. Und er werde die Entscheidung, wie ich immer sie treffe, stützen. Er hatte den klaren Eindruck, dass Wehner ihm mitgeteilt hat, dass er zurücktreten müsse. Der Scheel hatte gesagt, Herr Bundeskanzler, das reiten wir auf einer Backe ab. Nicht? Und die andere Backe, auf der das hätte abgeritten werden müssen, diese Unterstützung kam nicht. Und ohne die Unterstützung der Fraktion kann ein Kanzler eben auch nicht auf Dauer. Ich habe ihm zum Rücktritt geraten, wohl wissend, dass das das Ende einer kurzen Ära ist. Weil ich nicht wollte, dass der Freund zerstört wird. Weil ich gedacht habe, der wird gejagt. Jetzt war er frei in der Entscheidung. Und er hat sich ja dann erholt. Obwohl ich eine Weile gedacht habe, ich hatte richtig Angst, er würde sich was antun. Ich habe mich richtig schön mit Willy Brandt gezankt und habe ihm Vorwürfe gemacht. Wegen diesem Scheißkerl muss ein deutscher Bundeskanzler nicht zurücktreten. Guillaume gab nur den letzten Anstoß. Doch zermürbt hat ihn die ganz banale Alltagspolitik. Er verfasst ein Rücktrittsschreiben. Ich kann mich daran erinnern, weil er an mein Bett kam und sagte, heute trete ich zurück. Und dann habe ich gesagt, ja, das finde ich ist richtig. Eine muss die Verantwortung auf sich nehmen. Was immer noch darüber geschrieben werden mag, es ist und bleibt grotesk, einen deutschen Bundeskanzler für erpressbar zu halten. Ich bin es jedenfalls nicht. Die SPD-Fraktion nimmt Abschied. Nur Onkel Herbert, wie sie den Fraktionschef nennen, scheint seltsam ungerührt zu sein. Die Machterhaltungsstrategie der Partei, sie ist ihm wichtiger als dieser Mann, der wie kein anderer Kanzler Emotionen auf sich zog. Das hohle Pathos Wehners, seine kalte Ehrung ist für manchen unerträglich. Auf den letzten Handschlag. Schuldzuweisungen. Hatte keinen Anlass, hatte keine Schuld.
Das Versagen lag beim Innenminister, das war Herr Genscher. Das Versagen lag bei Nollau. Das Versagen lag bei Herbert Wehner. Und wenn man resümiert, kann man sagen, die drei haben ihn gestürzt. Doch eigentlich hat Willy Brandt sich stürzen lassen. Der Visionär hat seine Zeit gehabt.